Und weiter geht's. Ace, Seven und Lotus, könntet ihr bitte eure Handflächen auf das Red platzieren? Warum? Wenn wir zu dem Duschraum gehen wollen, dann müssen wir doch einfach. Nein, wir müssen hineingehen. Sobald ihr euch authentifiziert habt, geht von der Tür weg. Warum? Bitte tut es einfach. Oder wollt ihr eventuell gar nicht wissen, wer Snake und Clover getötet hat? Na gut. Wie sieht es mit dir aus? Wie sieht es mit euch aus, Ace, Lotus? Also gut. Sicher. 1, 7 und 8. Ich habe diese Idee. Ich glaube nicht, dass dieses. Ah ja, ich glaube nicht, dass dieses Gerät auf eine Hand reagiert, die da drauf platziert wird. Stattdessen reagiert es auf einen Armreif, der nah herangebracht wird. Du brauchst eigentlich gar keine Hand. Ich wusste es. Hat er jetzt Clovers Armband benutzt oder das von dem. Ah nee, das von dem Leuner-Typen kann er ja gar nicht benutzt haben. Das hat er ja gar nicht, das ist schon vorher verschwunden. Ach so, was sollte das denn? Woher soll ich das wissen? Danke. Ich weiß eure Kooperation zu schätzen. So nebenbei, Ace, wäre es in Ordnung, wenn ich dich was fragen könnte? Was ist es? Weißt du, wer ich bin? Was? Was ist das denn für eine Frage? Bitte antworte einfach. Wer bin ich? Du bist Junpei, natürlich. Wer sonst würdest du sein? Wer sonst könntest du sein? Nur leider ist das die falsche Antwort. Eigentlich bin ich. Was? Junpei, hast du dir den Kopf gestoßen? Eigentlich bin ich Santa. Was? Die Kleidung, die ich trage, habe ich mir von Junpei ausgeliehen. Und die Kleidung, die er trägt, sind meine. Wir haben getauscht. Das ist lächerlich, unmöglich. Also willst du sagen, ich bin nicht Santa? Natürlich bist du es nicht. Warum? Was macht dich so sicher, dass ich nicht Santa bin? Wenn du Santa wärst, dann hätte sich die Tür Nummer 3 jetzt nicht für uns geöffnet. 1 plus 7 plus 8 plus 3 gleich 19. 1 plus 9 wären 10. Die digitale Wurzel davon wäre 1. Aber wir vier haben gerade Tür Nummer 3 geöffnet. Du kannst unmöglich Santa sein. Deine Ziffer ist nicht die 3. Es ist 5, richtig? Du hast natürlich recht. Meine Armbandnummer ist 5. Tut mir leid, Ace. Ich habe dich ausgetrickst. Natürlich bin ich nicht wirklich Santa. Ich bin Junpei. Wer sonst könnte ich schon sein? Es ist offensichtlich, dass ich es nicht bin. Das zu denken war lächerlich. Aber ich schätze, du konntest einfach nicht sehen, wie offensichtlich es war. Ich habe dich bereits vorher gefragt, oder? Was macht dich so sicher, dass ich nicht Santa bin? Und du antwortest, wenn du Sa Santa wärst, dann hätte sich die Tür Nummer 3 nicht für uns geöffnet. Die meisten Leute hätten so etwas gesagt. Das erste Ding, das normalerweise in jedermanns Kopf geschossen wäre, wäre nicht die Armreifnummer. Es gäbe nur eine Sache, die sie gesagt hätten. Einen Satz. Du hast nicht sein Gesicht. Oh, er wollte beweisen, dass er diese Gesichtskrankheit hat, also dass er Gesichter nicht erkennen kann. Das wollte er beweisen. Du hast nicht sein Gesicht. Also mit anderen Worten, es ist bei ihm so weit fortgeschritten, oder beziehungsweise es ist bei ihm erst vor kurzer Zeit aufgetreten, sodass er nicht in der Lage ist, die Unterschiede durch, keine Ahnung, zum Beispiel durch die Haare oder die Stimme festzustellen. Ace, du hast Prosmagnosie, habe ich recht? Prosopagnosie? Was ist das denn? Keine Ahnung. Prosopagnosie ist. Also gut, ich gebe es zu.
Ich habe Prosopagnosie. Ich kann menschliche Gesichter nicht auseinanderhalten. Ging es etwa die ganze Zeit darum? Wolltest du mich wegen meiner Krankheit ärgern? Nein, nein, das ist es nicht. Ich mache mich überhaupt nicht über dich lustig. Um ehrlich zu sein, habe ich irgendwie Mitleid mit dir. Nein, der Grund, warum ich das Thema angesprochen habe, ist... Wow, Moment. Ist, dass es eine exzellente Chance gibt, dass die Person, die Snake getötet hat, Prosopagnosie hat. Was meinst du damit? Ich werde es einfach sagen. Ich glaube, dass du es warst, Ace. Du hast ihn getötet. Weil er ihn mit irgendjemandem verwechselt hat? Okay, das ist lächerlich. Welchen möglichen Beweis kannst du? Ich habe drei Beweisstücke. Der erste. Denk an ein paar Stunden zuvor zurück. Du hast uns über diese drei Türen in dem großen Krankenzimmer streiten lassen. Es gab keine Möglichkeit, dass alle sieben Leute da durchgehen könnten. Lotus hat vorgeschlagen, dass einer von uns sich opfert. Und dann hast du, Ace, gesagt, ich bleibe hier. Warum würdest du so etwas sagen? Es ist ziemlich einfach, um genau zu sein. Du wolltest nicht... Genau! Exakt! Exakt! Ich habe das gesagt, das habe ich euch doch gesagt, als ich das zweite Mal vor diese Wahl gestellt wurde. Ace hat ganz bewusst eine Situation erschaffen, in der wir, wenn wir alle durch die Türen gehen wollen, nicht durch Tür Nummer 3 gehen können. Er hat eine Situation erschaffen, in der, wenn alle durch eine nummerierte Tür gehen wollen, alle entweder durch die 7 oder durch die 8 gehen, aber keiner durch die 3. Ich hab's euch gesagt. Der Typ wusste es. Der Typ wusste es. Ah, oh, geil. Ich habe es gesagt. Ich hab's gesagt. I called it. Du wolltest nicht, dass einer von uns die Leiche in dem Duschraum entdeckt. Siehst du, als Ace zurückblieb, gab es nur noch zwei Türen, durch die der Rest von uns gehen konnte. Die Türen 7 und 8. Es gab keinen einzigen Weg, dass einer von uns die Dreiertür, den Duschraum, durchqueren würde. Das wusstest du, nicht wahr, Ace? Deshalb hast du dich freiwillig gemeldet, zurückzubleiben. Komm schon, ich glaube, das ist ein bisschen zu weit. Das geht ein bisschen zu weit. Ich kann verstehen, dass du neidisch auf meine Tapferkeit bist, aber bitte, spiel meine Taten nicht runter. Ich wollte bloß den Rest von euch retten. Sicherlich könnt ihr meinen Altruismus verstehen. Altruismus, hm? Du wusstest es bereits, oder nicht? Du wusstest, dass, welche Tür wir auch immer nehmen würden, wir am Ende wieder in diesem großen Krankenzimmer landen würden. Was auf Erden redest du denn da? Natürlich konnte ich das nicht wissen. Wie denn auch? Wirklich? Ja, ja. Naja, das ist cool. Ich habe immer noch zwei weitere Beweisstücke, die sagen, dass du der Mörder bist. Das zweite ist, wie ich bereits vorher gesagt habe, dass du Prosopagnosie hast. Dann willst du damit... Okay, das macht aber durchaus, ehrlich gesagt, Sinn. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass irgendjemand wusste, dass Ace Snake umbringen möchte. Und diese Person hat Snake gewarnt, die Kleidung mit ihm getauscht und sich an seiner Stadt geopfert, um ihn zu retten. Mit anderen Worten, welche Person hat sich für ihn geopfert? Dann willst du damit etwa sagen, dass eine Person, die menschliche Gesichter nicht auseinanderhalten kann, eine schlechte Person sein muss? Junpei, das ist echt Vorurteil. Das nenne ich wirklich ein Vorurteil. Nein, so dumm bin ich gar nicht. Und warum dann?
Nun ja, bevor ich es erkläre, schätze ich, sollte ich dir etwas sagen. Die Leiche in dem Duschraum ist gar nicht die von Snake. Was? Ich bin nicht direkt darauf gekommen, aber es gab etwas, das Clover mir gesagt hat. Sie sagte, dass Snakes linker Arm eine Prothese war. Er hat seinen echten Arm in einem Unfall verloren. Aber der Körper, den wir in dem Duschraum gesehen haben, lasst ihn uns Typ X nennen. Der linke Arm von Kerl X war definitiv aus Fleisch und Blut. Mit anderen Worten, Typ X kann unmöglich Snake gewesen sein. Oh Gott, nein, das ist unmöglich. Sagen wir rein hypothetisch, dass der Mörder keine Prosopagnosie hat. Wenn das der Fall wäre, hätte er sofort realisiert, dass das Kerl X nicht Snake war. Auch wenn seine Kleidung die gleiche war wie die von Snake, ihre Gesichter waren komplett unterschiedlich. Es hätte offensichtlich sein müssen, dass sie unterschiedliche Leute sind. Und dennoch hat der Mörder ihn umgebracht. Warum? Warum würde ein Mörder einen Fremden töten, der gerade eben erst aufgetaucht ist? Anders betrachtet, wenn der Killer Prosopagnosie hat, macht es Sinn. Sie dachten, dass Kerl X Snake wäre und hat ihn umgebracht. Er dachte, warte einen Moment. Gehen wir davon aus, dass du richtig liegst und ich Kerl X mit Snake verwechselt habe. Selbst wenn dem so wäre, hätte ich immer noch kein Motiv, ihn zu töten. Warum sollte ich Snake töten wollen? Stimmt eigentlich. Wenn er der Kopf von CEO ist, dann weiß er gleichzeitig, dass Clover und Snake Überlebende von den Experimenten damals sind. Und ich glaube, das Nonary Game, das hier stattfindet, soll dafür sorgen, dass alle Wissenden zum Schweigen gebracht werden. Kann das sein? Oder zumindest hat er sich irgendwie hier reingeschlichen, um eben ganz im Speziellen Clover zu töten und Dingens zu töten. Und, er wollte Clover töten und Dingens töten. Snake. Also die beiden, die vor 9 Jahren an diesem Experiment teilgenommen haben. Also mit anderen Worten, die Person, die Junpei in dem Messerende erstochen hat, muss Ace gewesen sein, oder? Zumindest kann ich jetzt an keine andere Person denken. Ich kann noch an mindestens 2 weitere Motive denken. Mir fallen mindestens 2 weitere Motive ein. Zum einen, Snake weiß über deine Vergangenheit Bescheid. Wenn er jemals offengelegt hätte, was er gewusst hat, dann wäre es ziemlich schlecht für dich gewesen. Du wolltest das nicht wirklich geschehen lassen. Also, um sicher zu gehen, dass Snake seinen Mund hält, hast du ihn getötet. Zweitens, Snake hatte eine tiefe Abneigung gegen dich. Du wusstest das, oder zumindest konntest du ziemlich gut annehmen, dass er das hatte. Selbst ohne, dass du deine Identität preisgegeben hast, war er eine Gefahr für dich. Du wusstest nie, wann du von ihm angegriffen werden könntest. Du konntest nicht einfach deine Verteidigung sinken. Jeder Moment war ein Moment, in dem er etwas versuchen könnte. Du wolltest nicht, dass diese Gefahr die ganze Zeit an dir klebt, also musstest du... Hey, warte mal eine Minute. Was hat es mit dieser Vergangenheit aus sich, von der Ace nicht will, dass wir sie erfahren? Warum hat Snake eine Abneigung gegen ihn? Betrachtet mal das hier. Schaut euch das hier an. Was ist das für ein Stück Papier? Das Nonary Game wurde bereits einmal vor 9 Jahren gespielt. Die Person mit der Nummer 2, mit dem Nummer 2 Armreif hat dieses Spiel vor 9 Jahren gespielt. Es wurde von den folgenden 4 Leuten geplant.
Genau, Gentaro Hongo. Warte mal, ist das? Das ist die Nachricht von Zero. Sie war in dem Safe in der ersten Klasse Kabine. Ach, komm schon! Dieses Papier ist eine Lüge! Irgendjemand versucht, das Ganze auf mich zu schieben. Mich? Du hast mich gesagt, oder? Hä? Würde das nicht heißen, dass du zugeben würdest, dass du Hongo, der CEO von Cradle Pharmaceuticals bist? Oder täusche ich mich? Ach, also gut, so viel gebe ich zu. Ich bin auf jeden Fall der CEO von Cradle Pharmaceuticals, Gentaro Hongo. Also, selbst was ist, wenn dem so wäre? Also er, mit anderen Worten, CEO ist quasi der Kopf der Firma, der Leiter der Firma. Ich weiß nichts über dieses Snownary-Game, das angeblich vor 9 Jahren stattgefunden haben soll. Alles auf diesem Stück Papier ist reiner Bullshit. Jemand versucht alles auf mich zu schieben, verstehst du? Zuallererst, Junpei. Junpei, du denkst, oder du behauptest, ich hätte all das ganz alleine getan. Jetzt überdenke das Ganze noch einmal. Wie hätte ich Snake ganz alleine töten können? Nicht Snake, es war Typ X. Es ist mir egal, wer es war. Du hast gesagt, der Mörder hat diesen anderen Mann durch Tür Nummer 3, geschubst, oder? Ja, vielleicht. Also, wie hätte ich das ganz alleine tun können? Ich hätte die Tür Nummer 3 nicht alleine und mit Kerl X öffnen können. Nein, das hättest du nicht. Genau. Das Einzige, was er noch dazu gebraucht hätte, war der Armreif von dem neunten Mann. Jetzt nochmal ganz kurz. 9 und 1. Und ja, der Typ, den er für Snake hielt, der eine 2 dran hat. Moment. Das ist das Merkwürdige. Ich meine, klar. Nochmal. 9 und 1. Und Snake müsste die 2 haben. Aber wie? Ich meine, ich kann verstehen, dass die Person das Kerl X in der Lage ist, die Kleidung zu vertauschen und dadurch die Rollen zu tauschen. Aber was ist mit den Nummern? Was ist mit den? Ach, natürlich! Wahrscheinlich ist Snake. Oder? Nee. Das würde auch keinen Sinn machen, oder? Ach, verdammt. Moment. Ich lese einfach weiter. Ich habe das Gefühl, ich verwirre mich jetzt gerade nur unnötig. Was? Eigentlich, Ace, als du ohnmächtig warst, habe ich etwas von dir genommen. Erinnerst du dich, dass du dich mit diesem Narkotikum injiziert hast, dass du dieses Narkotikum injiziert hast und in dem großen Krankenzimmer eingeschlafen bist? Ja, damals habe ich mir das hier genommen. Nein, das ist unmöglich! Erwischt, Ace. Deine rechte Hand sagt mir alles, was ich wissen muss. Oh, alter Junpei! Wie er ihn die ganze Zeit eine Falle nach der nächsten stellt, das ist unfassbar. Das ist echt unfassbar. Und jedes weitere Mal fällt Ace darauf rein. Wow. Willst du mir nicht erzählen, worüber du dir solche Sorgen gemacht hast? Was in deiner Tasche ist? Es ist der Nummer 9 Armreif, nicht wahr? Ace, Kerl X und der Armreif von dem neunten Mann. Das war alles, was du benötigt hast, um Tür Nummer 3 zu öffnen. Dadurch hast du den Typen X ganz alleine getötet, Ace. Alles, was du gebraucht hast, war der Nummer 9 Armreif in deiner Brusttasche. Wenn du unschuldig spielen willst, geht das in Ordnung. Komm schon, sag mir, ich habe den Armreif nicht. Wenn es das ist, was du tun willst. Aber wenn du bitte deinen Mantel abnehmen könntest und ihn mir überreichen könntest, ich würde es echt bevorzugen. Ich wäre dankbar dafür. Andererseits müssten wir mit Gewalt einen Blick reinwerfen, oder Seven?
Ja, es wäre mir ein Vergnügen. Alter, dieser Blick, holy shit. Ach du Kacke. Gut gemacht, Junpei. Du hast das alles so genau deduziert. Ich habe die Nummer 9 Armreif. Ich habe ihn mir geschnappt, als wir nach der verschwundenen Hardware für die Reds gesucht haben. Ich habe den Raum verlassen, den ich eigentlich durchsuchen sollte, und bin zur ersten Klassekabine auf dem B-Deck gegangen. Der Sinn dahinter war natürlich, an den Nummer 9 Armreif zu gelangen. Nummer 9 ist ein permanenter Verbündeter in dem No-Neri-Game. Wenn du die 9 wenn du die 9 zu jeder Zahlenkombination hinzufügst, wird sich die digitale Wurzel nicht verändern. Wie du sehen kannst, ist die 9 hier eine ziemlich nützliche Zahl. Alter! Okay! Und Ace ist die Person, die den 9. Mann angelogen hat, offensichtlich. Ace ist derjenige, der den Tod des 9. Mannes zu verantworten hat. Er hat dafür gesorgt, dass dieser Typ sich quasi selbst umbringt, indem er eine von Zeros Regeln bricht. Und zack, war er in der Lage, sich von ihm den 9er Armreif schnappen zu lassen. Alter, wie böse ist das denn? Damit kann man überall hingehen, mit jedem. Es ist, wie könnte man es nennen, ein Spieländerer, okay, ein Game Changer, also mit anderen Worten, etwas, das die Regeln des Spiels brechen kann und einen ganz klaren Vorteil verschafft, der vielleicht in dem Spiel nicht vorgesehen ist. Also bin ich zu der ersten Klassekabine gegangen, um ihn mir zu schnappen. In kurzen Augenblicken habe ich erfolgreich den Nummer 9 Armreif geschnappt. Allerdings gab es einen unerwarteten Bonus: das Messer, das der 9. Mann benutzt hat. Ich habe sie beide schnell eingesteckt und bin rausgegangen. Okay, also mit anderen Worten, er war tatsächlich derjenige, der im Messerende auf mich eingestochen hat. Alter. Ich habe mich auf den Weg zurückgemacht. Ich habe mich auf den Weg zurück zu dem Ort begeben, wo ich erwartet wurde zu sein. Dort bin ich dann Snake begegnet. Tja, eigentlich diesem Kerl X. Ich habe ihn vor mir entdeckt. Er ist aufs große Krankenzimmer zugegangen und hat mich nicht bemerkt. Der Mann, der Snakes Klamotten getragen hat, kam an Tür Nummer 3 an. Als er anhielt, bin ich hinter ihn gegangen und rief: Snake. Er drehte sich um. Was sind das denn bitteschön für Haare? Was zur Hölle? Wer ist das? Der kommt mir jetzt echt gar nicht bekannt vor. Ich meine, alle anderen von uns sind ja noch am Leben. Wer könnte das sein? Er sagte nichts. Sein Mund hing einfach nur halb offen. Er schien irgendwie überrascht zu sein. Ach so, nein, er schien schläfrig zu sein. Oder, ja, abwesend zu sein. Wie ein Mann, der am Schlafen ist. Wahrscheinlich wurde er unter Drogen gesetzt, das war nicht wichtig. Ich habe beschlossen, solche Kleinigkeiten zu übersehen. Ich war mir sicher, dass dieser Mann Snake war. Ich wusste, dass Snake in dem No-Neri-Game vor 9 Jahren teilgenommen hat. Da er blind war, hat es nur Sinn gemacht, dass er mich nicht sofort erkannt hat, als wir uns das erste Mal getroffen haben.
Aber warum dann? Hatte Snake später nichts zu mir gesagt? Sicherlich hatte er nicht vergessen, was mit ihm in dem No-Nary-Game passiert ist. Aber nicht ein einziges Mal hat er den Versuch gewagt, mich zu konfrontieren. Hat seine fehlende Sicht ihn davon abgehalten, endgültig zu erkennen, wer ich war? Oder hat Snake vielleicht irgendwie mit Zero zusammengearbeitet, um mich bloßzustellen? Egal, wie es auch war, er war eine Bedrohung und es war besser, sich um ihn früher als später zu kümmern. Ich musste ihn loswerden, bevor er irgendwas tun konnte. Mit einem schnellen Gedanken ist mein Plan schnell in die Tat umgesetzt worden. Ich hielt den Nummer 9 Armreif über das Red. Alter, und jetzt gerade ist es draußen am Gewittern. Okay, jetzt wird's gruselig. Jetzt wird's extrem gruselig. Oh nein, ich hab's verpasst. Mist. Shit. Okay. Ich habe meinen eigenen Armreif vor dem Red umhergewedelt und habe dann Snakes Arm geschnappt und seine Hand gegen das Scanner-Panel gezwungen. Okay, die Tür öffnete sich. Ich schmiss den Mann hinein. 9 Sekunden später schloss ich die Tür. 81 Sekunden sind verstrichen. Danach bin ich zu meinem Posten zurückgekehrt, als ob nichts passiert wäre. Nachdem ich meine eigene Suche beendet habe, bin ich zu dem großen Krankenzimmer zurückgekehrt, als es 1 Uhr geschlagen hat. Ace, hast du Clover getötet? Ja. Warum? Warum hast du sie getötet? Sie war die Schwester von Snake. Es war möglich, dass er ihr irgendetwas Gefährliches gesagt hat. Hinzu kommt, dass sie durch die Nummer 1 Tür gegangen ist. Es war ziemlich wahrscheinlich, dass sie es gefunden hat. Was gefunden hat? Warum gehst du nicht selbst durch die 1er Tür? Wahrscheinlich ist es irgendwo versteckt. Ja, aber Lotus und ich sind auch durch die 1er Tür gegangen. Wir haben nichts Verdächtiges gesehen. Ja. Das habe ich mir gedacht, nachdem ich euren Bericht bei der zentralen Treppe gehört habe. Ich zweifelte daran, dass ihr zwei es finden konntet. Hm? Aber vielleicht war Clover ja anders. Vielleicht hat sie es gefunden. Ich war allerdings verzweifelt, auf der verzweifelten Suche dann nach ihr. Und letztendlich habe ich sie in der 1. Klasse-Kabine gefunden. Alter Leute, die Tatsache, dass es jetzt gerade draußen gewittert wie bescheuert, macht mich extrem nervös, ey. Das ist jetzt gerade ein viel zu gutes Timing. Holy shit. Entschuldigt, ich musste eine kurze Pause machen. Machen wir weiter. Ich habe ganz ruhig gesprochen. Hast du es gesehen? Was gesehen? Tu nicht so, als ob du es nicht verstehen würdest. Du warst in der Kapitänskajüte, nicht wahr? Hä? Wovon redest du denn da? Also gut. So nebenbei, was machst du denn hier, Clover? Was? Gar nichts. Da ist Blut auf deinen Schuhen. Es sieht frisch aus. Hast du einen Blick auf die Leiche des 9. Mannes geworfen? Ich verstehe. Deine Stille, dein Schweigen suggeriert, dass du es bemerkt hast. Du hast etwas gesehen, nicht wahr? Du hast gesehen, dass sein Armreif verschwunden war. Nein! Du wirst nirgendwo hingehen. Ah! Du wirst hier bleiben. Nein! Lauf nicht weg, du kleines Mädchen. Alter!
einen Stich in den Rücken. Und so habe ich Clover getötet. Du Hurensohn! Ich geb's zu, ich habe verloren. Ich habe komplett und zweifellos verloren. Aber missversteh mich nicht, Junpei. Ich habe nicht gegen dich verloren. Ich habe gegen Zero verloren, nicht gegen dich. Ich ekel mich selbst an, dass ich auf so eine einfache Falle reingefallen bin. Ich bin ein richtiger Narr. Und es war eine Falle. Mach keinen Fehler. Ich wurde von Zero reingelegt und manipuliert. Der Mann, den ich in der Dusche getötet habe, wenn er nicht Snake war, dann habe ich keine Idee, wer er ist. Dann habe ich keine Ahnung, wer er sein könnte. Aber er hat Snakes Kleidung getragen. Und das war kein Zufall. Er wurde auch mit etwas injiziert, das seine kognitiven Fähigkeiten unterdrückt hat und ihn daran gehindert hat, mich selbst zu identifizieren oder sich mir zu widersetzen. Und wir können vergessen, dass die Komponenten... Und wir dürfen nicht die Komponenten vergessen, die aus den Reds entfernt worden sind, bevor wir ankamen. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass Zero all das geplant hat. Zero hat sichergestellt, dass ich diesen Mann töten würde. Also folgt natürlich daraus, dass Zero alles gewusst hat, was ich tun würde. Dass ich versuchen würde, den Nummer 9 Armreif zu nehmen. Dass ich versuchen würde, Snake zu töten. Alles. Ich muss sie bestrafen für die unschuldigen Leben, die sie geopfert haben. Das ist die einzige Warnung, die sie erreichen wird. Diese unschuldigen Seelen könnten gerettet werden. Ich werde jetzt die Wahrheit sagen, Zero. Ich glaube, Zero ist einer von uns. What the shit? Zero ist einer von uns? Nein, warte. Es gibt eine weitere Person. Snake, der Mann, der in dem Duschraum gestorben ist, ist nicht Snake. Das bedeutet, dass er mit ziemlicher Sicherheit am Leben ist. Vielleicht ist Snake Zero. Vielleicht hat er Typ X dazu gebracht, seine Kleidung zu tragen, sodass wir alle denken würden, er wäre tot. Wo ist Snake jetzt? Exakt, danke für die Frage. Was ist, wenn er irgendwo verschwunden ist und uns auslacht? Wenn er Zero ist, dann muss er uns über alles andere angelogen haben. Beobachtet er uns? Jetzt gerade? Tja, ich schätze, ich bin mit meinem Geständnis fertig. Warum machen wir nicht weiter? Was zur Hölle soll der Scheiß? Du wirst nirgendwo hingehen, du Hurensohn. Wir werden deinen Arsch zum Verrotten hier zurücklassen. Warum? Weil ich Clover getötet habe. Das ist lächerlich. Warum seid ihr so sauer darüber, dass ich diese kleine Schlampe getötet habe? Sie hat euch nichts bedeutet. Ein Fremder, den ihr nur vor ein paar Stunden getroffen habt. Oder liege ich falsch? Eine Fremde, die ihr nur erst vor ein paar Stunden getroffen habt. Du Bastard! Alter! Okay. Blindsiding. Wie bitte? Mich
mich mit einem Schlag erblinden zu lassen. Du hast wirklich Feuer, oder? Du hast wirklich Feuer in dir, oder? Ich gebe zu, ich stehe eigentlich eher auf taffe Frauen. Nun, willst du vielleicht noch einen? Ah, bevor das passiert, lass mich dir einen eigenen geben. Was? Alter, jetzt hat er auf einmal die Waffe? Was zum Fick? Oh, verdammte Scheiße. Verdammt nochmal. Okay. Was zur Hölle? Wenn irgendeiner von euch irgendetwas versuchen sollte, wie zu oft zu blinken, werde ich nicht zögern, diesen Auslöser zu betätigen. Oder, ne? Ich mag bereits drei Leute getötet haben. Glaubt nicht, ich wäre nicht bereit, 4 draus zu machen. 3 Menschen? Was meinst du damit? Alter, der Kapitän in der Kapitänskajüte, hat er den auch umgebracht? Also gut. Dann werde ich diese Chance nutzen, um euch zu erleuchten. Die Person, die den... Ach so, okay, stimmt. Die Person, die den 9. Mann getötet hat, war ich. Obwohl, ich schätze, ich sollte etwas genauer sein. Ich habe ihn dazu gebracht, dass er sich selbst tötet. Während wir die zentrale Treppe erkundet haben, kam er zu mir und hat mir seinen Namen verraten. Ich habe ihn sofort erkannt. Also habe ich ihm einen kleinen Schubs gegeben. Nur eine kleine weiße Lüge. Eine kleine gerechtfertigte Lüge. Es scheint, als ob die Dinger für das Dead verändert worden sind. Jetzt benötigt man nur noch eine einzige Person, um den Auslöser in den Armreif zu deaktivieren. Untersuche, was jenseits von Tür Nummer 5 liegt. Wir werden uns später wieder treffen. Und damit... Okay, macht's gut, Leute. Ich gehe schon mal vor, also dann. Scheiße, warum hört's nicht auf? Gott verdammt! Du hast mich angelogen! Oh, öffnet die Tür, bitte, ich flehe euch an! Ja, das kennen wir ja bereits. Warum hat er mir nicht einfach gesagt, wer ihn angelogen hat? Ich meine, zu dem Zeitpunkt haben wir uns ja bereits auf Codenamen geeinigt, also dementsprechend hätte er es sagen können. Ja. Natürlich wäre das zu einfach gewesen. Ich hatte 4 Gründe, ihn zu töten. Wie ich bereits gesagt habe, in dem No-Nary-Game ist der Armreif mit der Nummer 9 von größter Wichtigkeit. Wenn ich es ihm erlaubt hätte, dass er ein solch nützliches Gerät bei sich behält, oder dass er eine Gefahr für mich darstellen könnte. Dementsprechend habe ich entschieden, dass es besser wäre, ihn so früh es geht zu eliminieren. Ich wollte den Armreif mit der Nummer 9. Wenn ich in der Lage wäre, ihn mir zu schnappen, wäre ich in der Lage, das Game zu manipulieren, wie ich es mir beliebt. Allerdings war ich nicht in der Lage, diesen Armreif zu bekommen, solange sein Besitzer nicht tot war. Das war der zweite Grund. Selbst wenn man von der Nummer absieht, hätte er nichts anderes als Ärger für mich bedeutet. Er weiß von meiner Vergangenheit. Er wusste, was hier vor 9 Jahren passiert ist. Es war wichtig, dass ich ihn eliminiere, bevor er in der Lage war, irgendwelche von diesen Informationen zu teilen. Letztlich wollte ich einfach nur einen einfachen Test durchführen. Einen Test, um zu sehen, ob das No-Nary-Game ernst war oder nur ein armer
ein armer Witz sein sollte. Ich musste ganz sicher gehen. Dementsprechend habe ich ihn dazu gebracht, gegen die Regeln zu handeln, um zu sehen, was dabei herauskommt. Dein drittes Motiv verstehe ich nicht ganz. Was zur Hölle ist vor 9 Jahren passiert? Habe ich das nicht gesagt? Das No-Nary-Game wurde gespielt. Ich habe es geplant und ich habe seine Ausführung überwacht. Was? Was zur Hölle sollte es denn tun? Was sollte es bezwecken? Ich glaube nicht wirklich, dass ich irgendwelche Gründe habe, es euch zu erzählen. Hey, was ist mit dieser Waffe? Wo hast du die her? Warum erzählst du es ihnen nicht, Santa? Auf der anderen Seite von Tür Nummer 6, wir haben die Knarre in einem Sarg in dem Frachtraum gefunden, oder? Der Bastard muss sie sich geschnappt haben, als wir nicht hingesehen haben. Natürlich habe ich das. Es war ein ziemlich ernster Fehler, müsst ihr wissen. Einfach zu sagen, dass ihr sie zurücklasst. Tja, da ist nicht mehr viel Zeit übrig. Ich werde mich dann verabschieden. Wo wirst du hingehen? Muss ich es wirklich erklären? Ich dachte, es wäre offensichtlich. Ich habe den Nummer 9 Armreif und jetzt habe ich Lotus. Gab es nicht eine Tür mit der Nummer 9 in dem einen Raum, der wie eine Kirche aussieht? Dort willst du hingehen, nicht wahr? Und woher willst du das wissen? Santa hat mir davon erzählt, als wir nach Clover gesucht haben. Ich verstehe. Nun, du liegst richtig. Das ist mein Ziel. Aber ich muss jetzt euch allen auf Wiedersehen sagen. Ah, und bitte vergesst meine Warnung nicht. Bewegt euch und ich werde den Abzug betätigen. Ich brauche sie nicht lebend, um die Tür zu öffnen, müsst ihr wissen. Scheiße. Er kommt davon! Aber wir können es nicht riskieren. Nun, Lotus, öffne die Tür für mich, wenn du so lieb wärst. Auf Wiedersehen. Ach du Scheiße. Und diesen Bastard... Und dieser Bastard ist zusammen mit Lotus und dem Santa entkommen in diesem Ende, wo 3 Leute zurückgelassen wurden. Was zum Fick? Verdammt. Ah. Hey June, was ist passiert? Geht's dir gut? Oh Jesus, du verbrennst ja fast, dein Fieber ist zurück, bist du okay? Mir geht's gut, wirklich. Ihr solltet euch um Lotus sorgen. Aber... Jumpy, mach dir keine Sorgen um mich. Ich brauch nur ein bisschen Ruhe. Es wird mir gut gehen. Erinnerst du dich nicht? Ich muss nur ein kleines bisschen ausruhen. Genau wie beim letzten Mal. Also bitte, rettet Lotus. Denk darüber nach, was Ace bereits getan hat, Junpei. Wenn er das hat, was er von Lotus braucht, glaubst du wirklich, dass er sie einfach laufen lassen wird? Verdammt! Ihr Leute, geht vor. Sobald June sich wieder besser fühlt, werde ich euch folgen. Los! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Santa vertrauen kann, aber dann wiederum, in dieser Zeitlinie hat er die Knarre nicht und er hat nicht wirklich eine Gelegenheit. Ich habe keine Ahnung. Alles klar, komm schon, Seven, wir müssen Ace hinterherlaufen. Ja, alles klar. Santa, kümmere dich gut um June, ich vertraue dir. Alles klar. Ich meine, alles klar. Los geht's. Alter, ey. Die Ereignisse überschlagen sich, es ist unfassbar. Das hat sich jetzt echt... Okay, also ich hatte auch tatsächlich recht damit. Dieses No-Nary-Game wurde nicht von den gleichen Leuten, wird nicht von den gleichen Leuten veranstaltet, die vor 9 Jahren dafür verantwortlich waren. Das ist echt krass. Okay. Wo sind sie? Ich sehe sie nicht.
Glaubst du, dass sie schon durchgegangen sind? Vielleicht. Gucken wir auf das Red. Ah, engaged. Es ist besetzt. Das bedeutet, Ace und Lotus sind hier durchgegangen. Ja, so sieht's aus. Was machen wir jetzt? Tja, was sollen wir tun? Tja, die große Tür ist immer noch verfügbar, aber... Wir zwei können nichts damit anfangen. Ja, nicht mal zusammengezählt. Wenn man bedenkt, dass unsere gemeinsame digitale Wurzel nicht 9 beträgt. Oh, und ein weiteres Mal, der Sarg. Was ist das für ein Geräusch? Allerdings ist in diesem Szenario Clover nicht dabei, weil sie von Ace umgebracht wurde. Krass. So, jetzt ist die Frage, wie zum Teufel bin ich in der Lage, das Passwort für diesen Sarg rauszufinden? Der Sarg. Ja, lass ihn uns öffnen. Wie? Mit Gewalt. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Naja, du weißt es nie, bevor du es nicht versucht hast, oder? Okay. Es ist notwendig für Erfolg. Die einzige Notwendigkeit für den Erfolg ist die Bereitschaft, tausendmal Versagen durchzuleiden. Wer hat das gesagt? Ich hab's vergessen. Egal, wir müssen es versuchen. Ja. Verdammt. Siehst du, hab ich's dir nicht gesagt? Wenn wir es einfach aufmachen könnten, warum würde es dann so etwas wie das hier haben? Stimmt, solange wir nicht den richtigen Code eingeben, wird sich das nicht öffnen. Gab es irgendwo eine Art Hinweis? Hey Junpei, ich erinnere mich daran, dass du ein paar merkwürdige Nummern erwähnt hast, drüben in dem Badezimmer in der ersten Klasse Kabine. Du hast diese Nummern erhalten, als du die geheime Nachricht von die Clover gehalten hat, entschlüsselt hast, oder? Wahrheit ist verschwunden oder so ähnlich. Ja, das stimmt. Was ist damit? Naja, vielleicht sind diese Nummern auch der Passcode für dieses Ding. Komm schon, das ist unmöglich. Diese Nummern waren der Code, um den Safe zu entsperren. Ja, aber die Person, die den Safe platziert hat und diesen... Aber die Person, die diesen Safe und diesen Sarg platziert haben, ist ein und dieselbe, oder? Zero hat beide davon platziert. Ja, schätze ich mal. Also dann, könnte es nicht auch sein, dass es für beide das gleiche Passwort gibt? Das ist lächerlich. Warum versuchst du es nicht einfach? Ich meine, es ist nicht so, als ob du die Dinge irgendwie schlimmer machen könntest. Es wäre nur eine Verschwendung der Zeit. Es gibt keine Möglichkeit, dass es die gleichen Ziffern sind. Woher weißt du denn das? Du weißt es nie, bevor du es nicht versucht hast. Ja, ich wollte gerade sagen, vor 5 Sekunden hast du noch einen Satz gesagt, den er dir jetzt um die Ohren schlagen kann. Genau den gleichen Satz. Die Bereitschaft, 1000 Mal Versagen zu durchleiden. Nur daraus entsteht die Notwendigkeit des Erfolgs. Wer sagte das? Du. Ah, na gut. 143-834-21. Wow, ernsthaft? Oh Gott, wir erfahren jetzt, was in dem Sarg in Wahrheit drinne ist. Und wisst ihr was? Ich denke mal, das ist der perfekte Zeitpunkt, um einen Schnitt zu setzen und den Part für heute zu beenden. Ich weiß, ich bin gemein. Also dann, bis morgen, wo wir den Inhalt des verdammten Sargs endlich enthüllen werden.